herzlich willkommen zum Rollout unseres DTM-Siegerfahrzeugs. Für mich ein ganz besonderer Moment, das Fahrzeug wieder in einem Stück hier im Originalzustand zu sehen. Und gerade diese letzten Wochen waren extrem spannend und auch zu sehen, wie das Fahrzeug wieder aufgebaut wurde. Und da ein Riesendank auch an die Abteilung Porsche Heritage und Museum rund um Koordinator Armin Burger. Und ich bin auch ein bisschen stolz, weil mein Rennteam da auch einen kleinen Beitrag zu beitragen durfte. Hier in Weissach haben wir dem Fahrzeug heute einen Rollout unterzogen und ich kann schon vorwegnehmen, es fährt extrem gut, wo das Fahrzeug entwickelt wurde, vor rund 5 Jahren und auch an die Kunden ausgeliefert wurde. Im weiteren Verlauf heute haben wir noch einen ganz besonderen Gast, der damals live vor Ort war. Ja, mein Besuch am Nürburgring war überhaupt nicht geplant. Ich war eigentlich auf dem Weg nach Marrakesch, Formel-E-Rennen, saß schon in München am Flughafen, am Gate und erinnere mich noch, Flug wurde immer weiter nach hinten geschoben, irgendwann gecancelt, habe mich ins Auto gesetzt, nach Hause, dachte mir, perfekte Gelegenheit, um den Nürburgring zu kommen. Und so war es dann auch und deswegen, das war eigentlich der Zufall, der dazu geführt hat, dass ich an diesem Tag dabei sein durfte. Dieser Sieg war was Besonderes. Mehrere Gründe. Zum einen unser erstes Jahr in der DTM. Also man muss ja sagen, die DTM ist ja zu uns gekommen. Die DTM ist früher nicht mit GT-Fahrzeugen gefahren. Zum zweiten, es war der Tommy Preining, einer unserer Werksfahrer. Und zum dritten, ich kenne den Timo jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Wir arbeiten schon lange zusammen, wir haben im LMP2 zusammengearbeitet. Und es gibt dem natürlich auch nochmal eine besondere Note, wenn man sagt, okay, komm, einer der Fahrer hat jetzt ein Team, ist jetzt erfolgreicher Teamchef, das ist ein Freund und mit dem schafft man sowas. Also das war was ganz Besonderes und habe mich richtig gefreut. Also die Bedeutung, ich würde sagen generell die Bedeutung einer Historie ist sehr, sehr wichtig. Also da kommen wir her. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine andere Marke, die im Motorsport so erfolgreich war und wo der Motorsport auch immer dazugehört hat. Und für mich ist es wichtig, hier im EZW, im Entwicklungszentrum Weissach, dass wir halt beides abbilden. Wir entwickeln hier die Rennautos in allen Projekten. Wir kümmern uns hier um die historischen Rennautos und die Mitarbeiter, die daran arbeiten. Also ich sage mal, die arbeiten Tür an Tür. Da ist auch ein Wissensaustausch sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja auch aus der Historie lernen und es in die Zukunft tragen. Beides wurde hier getan, also es wurde sowohl hier entwickelt, der GT3R, als auch hier gebaut. Und da sind wir ja auch stolz drauf, der Ursprung aller Rennfahrzeuge, die weltweit unterwegs sind, unter anderem eben auch das erste DTM-Siegerfahrzeug der Marke Porsche, wurde hier im Entwicklungszentrum entwickelt, gebaut, testgefahren und dann an das Team übergeben. Die Saison 23 reingeschaut. Wir freuen uns erstmal. Wir haben nicht wie im letzten Jahr nur 3 Fahrzeuge, sondern wir haben 6 Fahrzeuge am Start, was uns sehr, sehr freut, was natürlich auch die Chancen erhöht, wieder erfolgreich zu sein. Wir haben zum einen 2 Fahrzeuge im Team vom Timo Bernhard, also Team 75. Wir haben 2 weitere Fahrzeuge im Team EMA Mantai und wir haben nochmal 2 weitere Fahrzeuge bei Toksport. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir müssen jetzt mal schauen, was die Saison bringt. Aber das Ziel ist ganz klar, wieder erfolgreich zu sein. Natürlich würden wir gerne um die Meisterschaft mitfahren, aber wir unterschätzen die Gegner nicht. Also die können ihr Handwerk auch, die werden uns das Leben schwer machen. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Armin, grüß dich. Was war dir heute wichtig beim Rollout zu sehen? Grüß dich, hallo. Ja, zum einen war es, dass das Fahrzeug technisch absolut in Ordnung ist. Dass es sich auf einem Stand befindet, wo du eigentlich Rennen fahren kannst. Mhm. Wir haben bewusst zum Schluss zwar ein relativ neutrales, aber fahrbares Setup jetzt eingestellt am Auto, weil wir ja nicht genau wissen, wo wird das Fahrzeug in Zukunft eingesetzt. Mhm. Wo fährt es, auf welche Rennstrecke oder bei welchen Events. Mhm.
Und natürlich, klar, wie bei jedem Rennfahrzeug auch, für uns wichtig, alle Drücke, alle Temperaturen im Fahrzeug, Dichtigkeit und so weiter. Und dann letztendlich die Fahrbarkeit, die man ja dann von dir als Rückmeldung dann bekommt. Weil es Hand auf Herz, ist man da nervös, wenn man ein Fahrzeug erstmal wieder fährt, nachdem es komplett zerlegt war? Es war ja ein Wiederaufbau von Grund auf. Nervös, sicherlich ja, aber das bin ich eigentlich mehr, wenn man das Fahrzeug das erste Mal in Betrieb nimmt. Okay. Da müssen ja auch diese Parameter auch alles schon stimmen. Da muss auch alles dicht sein, da müssen auch die Drücke und die Temperaturen passen und so weiter. Und wenn da dann alles funktioniert, das gibt eigentlich dann für den Rollout, gibt einem das ein gutes Gefühl. Natürlich nicht zu vergleichen, weil wenn man fährt, kommen immer wieder noch andere Sachen zum Vorschein. Aber letztendlich, heute hat alles perfekt funktioniert. Ich bin super happy. Ich glaube, das hat man mir auch angesehen, dass da direkt Vertrauen da war. Ich glaube, der erste Bremsflug war ganz gut und hat gut gepasst. Aber ich muss sagen, das Auto fühlt sich so an wie letztes Jahr. Ich habe ja letztes Jahr während der DTM-Saison unser Auto auch immer mal wieder getestet. Und ich muss sagen, da war Vertrauen vom ersten Moment an. Und deswegen, ihr habt einen super Job gemacht. Ich möchte mich da auch nochmal bedanken, stellvertretend für Team 75. Einfach war ein super Projekt und ich glaube, da wurden die Kompetenzen perfekt zusammengelegt. Es hat richtig Spaß gemacht, auch zu sehen, wie da eine Motivation war, also von allen Seiten. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Ja, das spiegle ich gerne zurück, weil das war auch für uns natürlich einzigartig, dieses in diesem Umfang und auf die Art und Weise auch zu tun, weil wir haben sowas bis dato auch noch nie gemacht. Die Fahrzeuge, die wir in Betrieb halten oder restaurieren oder neu aufbauen, sind ja weitestgehend alle aus dem Fundus. Und deshalb war das auch für uns jetzt ein Novum und hat so toll funktioniert und hat auch so viel Spaß gemacht. Und die Jungs waren vom ersten Tag an ja, on fire, sag ich mal. Das habt ihr super gemacht. Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch. Ich hoffe, dass wir das Auto in der Ausstellung sehen werden, klar, aber auch bei Events, auch fahren sehen werden. Weil ich glaube, das hat ja Porsche auch auf die Fahnen geschrieben, auch gerade das Museum, dass es ein rollendes Museum ist, dass man die Fahrzeuge auch sieht, die so viel Historie beigetragen haben. Und ich glaube, ganz sicher. Das wäre wichtig. Ja. Ganz sicher. Die erste Anfrage, die schwirrt auch schon rum, sage ich mal, dass dieses Auto, und obwohl es ja noch ziemlich jung ist, aber dass dieses Auto noch Einsätze dieses Jahr, also für uns in dieser Saison, haben wird. Aber wie du selber schon gesagt hast, es gibt auch viele Leute, die brennen drauf, dieses Fahrzeug in der Ausstellung zu sehen. Und auch die Kollegen sind schon wirklich heiß drauf, um dieses schöne Auto dann in der Ausstellung zu zeigen. Toll. Super, Armin. Jetzt habe ich aber nur mit einem Blick mal auf die Uhr geschaut. Ich habe ja noch eine Viertelstunde. Ne? Das heißt, da wäre vielleicht noch ein Stint drin. So, dann haben wir noch ein bisschen Sprit im Tank, oder? Was meinst du? Ist da noch was drin, noch was zu machen? Also, jeder gefahrene Meter tut am Museumsfahrzeug tatsächlich gut. Also setz dich ins Auto und fahr noch eine Runde. Aber dann stopp mich bitte nicht mit der Boxentafel. Die weit wegstellen und ich fahre dann wirklich, bis nichts mehr drin ist, okay? Ich hol die dann schon rein. Alles klar. Gesehen hat, das Schnick, Schnack, Schnuck aus der letzten Episode hat der Timo ganz klar für sich entschieden. Er fuhr heute den Rollout mit dem Siegerwagen vom Norrisring von letztem Jahr. Aber da muss ich natürlich dazu sagen, vor 45 Jahren war der Porsche auch schon in der DRM mit einem Fahrzeug am Norrisring erfolgreich und das Auto haben wir heute hier zusätzlich mitgebracht und möchte dann da jetzt zum Abschluss von diesem tollen Projekt noch überraschen.